Guten Morgen, Alter, sehe ich aus. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so am Arsch noch seid, dass ihr nur ein. Guck mal, das ist jetzt kein Spaß, ne? Ich öffne nur ein Auge. Erstmal in den Kühlschrank gucken. Nicht reingehen. Ich will weiter schlafen. Bianca, wann geht das Taxi? Ich rufe das jetzt an, wenn der Start geht's los. Ja, wunderbar. Ich bin auch im Schlafanzug. Beziehungsweise im gestern Outfit, weil ich nicht umgezogen habe. Gut, ich öffne mir jetzt meine Fanta. Jetzt ausnahmsweise aus der Flasche trinken. Morgendliche Stärkung. Und jetzt geht's los. Bis später. Ich habe mir gerade meine Haare mit einer Spülung gewaschen. Ist das schlimm? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ist das schlimm? Alles gut. Vor allem hält sie Haare aus. Nein. Was machst denn du da? Ich versuche ein Taxi anzurufen, aber es geht keiner dran und wir müssen in genau einer Minute hier los. Guck mal, habe ich dir Bianca geschenkt. Süß, ne? Süß. Ja, toll, ey. Alles kacke hier. Da ist eine hohle Fritte. Ich weiß nicht, wie man an einem so stressigen Die Morgen ist so eine gut hohle Fritte. Die Bianca ist eine hohle Fritte. Halt den Mund jetzt. Hohle Fritte. Oh, ist die Bianca. Du Schreck, da habe ich glatt vergessen, euch die Roomtour zu zeigen. Hier ist das Schlafzimmer, unser Schlafgemach. Da. Cool ist, dass wir auf jeden Fall hier einen PC haben mit schnellem Internet. Ich habe eben, wie lange habe ich gebraucht? Locker 2 Minuten, um das. Ach, man muss das einfach nur. Ich habe das versucht zu drehen, ich honk. Guck mal, wow. Julia, guck mal, ich kann das ganze Zimmer, das Licht steuern hier über dieses Pad. Aus. An. Verblüffend. Okay, dann bis später. Menschen, ich präsentiere euch kurz mein Outfit. Und zwar trage ich einen quietschgelben Schal. Dazu ein blaues T-Shirt. Eine Lederjacke. Muss man dazu noch was sagen? Nee, ne? Dann trage ich hier so Schuhe. Pff, hab ich auch schon mal getwittert. Eine schöne blaue Hose. Und dazu trage ich eine Sonnenbrille. Und so werde ich jetzt rausgehen. Hättet ihr mal Lust, dass ich ein, wie heißt das? Sag Bianca, wie heißt das? Outfit. Hättet ihr mal Bock, dass ich ein Outfit-Video drehe? Dann schreibt in die, dann gebt dem Video mal einen Daumen hoch, dann sehe ich das. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von meinem Outfit? Sollte ich so rausgehen oder soll ich es überlassen? Tschüss. Oh, da sind wir wieder. Wir sind gerade bei Seat. Und wir haben einen kleinen, wie heißt der? Seat Mango zur Verfügung gestellt bekommen. Leider nicht geschenkt. Und ja, wir dürfen ihn jetzt beide mal Test fahren. Bianca fängt natürlich an. Los! Ah! Ja, fahr doch! Halt die Fresse, Mann! Ich war schon. Hört ihr das, wie ihr mit mir redet? Schreibt mal in die Kommentare. Findet ihr das gut? Dann schreibt, finde ich gut. Findet ihr es nicht gut? Dann schreibt, Käseomelett. Guckt euch das Bianca an. Wie das Bianca fahren kann. Aber Berlin ist einfach mal so schön. Was ist das denn hier? Hast du das hier links gesehen? Oh, wie cool. Was ist das? Hoffentlich haben wir gleich noch Zeit, da ein bisschen lang zu walken. Und nachdem wir gerade grundlos von einem älteren Herrn beleidigt wurden, warum auch immer, hat er ein rotes Tuch in der Hand, hat gewedelt. Anscheinend haben wir irgendwas falsch gemacht. Sind wir jetzt auf dem Weg in ein Einkaufszentrum. Da treffen wir uns dann mit ein paar anderen Leuten und wollten mal gucken, was es hier so zu shoppen gibt. Oh, wir waren jetzt gerade draußen. Vielleicht kriegst du noch eine Aufnahme, dann habt ihr sie bestimmt schon gesehen. Da ist es ein bisschen eskaliert mit ein paar... Wie viele Leute waren das? Bestimmt 50, 60, 70, 100, vielleicht waren es 100. Und jetzt gehen wir zu unserem Auto, was wir leider nicht mehr finden. Das haben wir nämlich abgestellt und haben uns die Zahl dummerweise nicht gemerkt. Meine Freunde, wir hatten heute Morgen ziemliches Unglück und zwar mussten wir aus unserem Hotel raus, weil es nur für eine Nacht verfügbar war. Wir durften nicht noch eine Nacht da schlafen und es ist in Berlin gerade Messezeit und alle Hotels, erstmal ist alles ausgebucht und dann dazu kommt noch, wenn man was findet, ist es einfach extrem teuer. Und wir haben jetzt echt Stunden gesucht, gestern Abend schon, und haben jetzt hier dieses Hotel gefunden. Es war einfach so teuer. Wie viel hat es gekostet?
300 Euro kostet. Die Nacht habe ich noch nie in meinem Leben für ein Hotel ausgegeben. Will ich auch nicht. Aber, guckt euch das mal an. Wir haben einen Whirlpool mitten im Raum und da sitzt ein Frosch drauf. Und das Allergeilste ist, wir haben einfach mal eine Sauna. Alles hier, das ist doch krass, oder? Eine Sauna im Zimmer. Oh, hier schlafe ich nicht. Das ist aua. Guck mal, Bianca. Willst du mal zeigen, was du hast? Ich hab dir wahrscheinlich alle schon gesehen, aber Bianca, zeig mal. Was haben wir uns eben gekauft? Mach mal schneller jetzt hier. Tada! Die Bianca ist auf dem Cover. Wir haben jetzt Hunger und sind müde. Ich kann nicht mehr. Wir sind müde. Wir haben Hunger. Ein Stündchen haben wir schon den nächsten Terminchen. Wir hatten heute schon zwei Termine. Aber es gibt wohl Menschen, die haben es noch schlimmer. Was haben die, Bianca? Hämorrhoiden? Was? Nee. Ich habe gerade eine Schulklasse getroffen. Ungefähr 1 Million Menschen, die alle nacheinander ein Foto mit mir, dann ein Foto mit dir und dann ein Foto zusammen wollten. Das hat uns jetzt 20 Minuten geraubt. Jetzt haben... Oh, rot. Wie lange haben wir jetzt noch? Wir gönnen uns jetzt noch ein Blubberbad. In unserem Whirlpool. Oh. Ja. Ich lasse mir jetzt ein Bad ein. Ihr seid live dabei. Also wie ich mir einlasse. Nicht wie ich bade. Oh, wie cool. Was ist das? Wunderbar. Ich wünsche dir viel Spaß. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir waren jetzt den ganzen Tag noch auf einer YouTube-Veranstaltung. Und jetzt habe ich es. Ich wollte mir noch ein Bad eingelassen. Guckt euch das mal an, bitte. Ey, ich hab das komplette Bad zerstört. Das ist total überblubbert. Guckt euch das mal an. Auf jeden Fall werde ich mich da gleich komplett reinfropfen. Sieht das nicht cool aus? Guckt mal, einfach so ein Ding mitten im Schlafzimmer. Cool, wa? Ich glaube, ich soll das erstmal ausstellen. Sonst ist das voll. Backe ich jetzt rein. Tschö! Der Julian hat das Brandenburger Tor gerade nicht gefunden. Der Julian wollte gehen. Ich so, ja, ich stand genau. Er so, ja, wo ist das denn? Ich stand genau drunter und hab's nicht gesehen. Das ist ja jetzt wohl keine Schandtat hier. Und wir hatten bis jetzt noch einen Termin. Und jetzt fährt heute Abend fährt unser Flugzeug, Auto, fliegt natürlich. Und dann würde ich sagen, bis später, da hinten sind Pferde. So, tun wir mal so, als würden wir ein Foto machen. Mal gucken, wie man es merkt. Warum merken die das nicht? Jeder normale Mensch muss dann erst ein Video machen. Soll ich mal springen? Ja, mach mal. Okay. Ja. 3, 2, 1. Oh Gott, ist die hohl, ey. Hey. Warum lachst du dich die ganze Zeit? Du fällst. Ey, willst du mich verarschen? Julian, ich brauche ein Foto. So hohl wie du, ne? Jeder Mensch merkt das nach 3 Sekunden und du springst sogar noch. Warte. So, wir sind jetzt in Berlin und gleich gehen wir noch einfach mal die Leute schauen. Und jetzt gleich gehen wir noch in ein Café. Bis dann. Hallo. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Wir waren gerade beim Burger King. Futter, yeah. Nahrung holen. Uns hat noch gerade eine Zuschauerin geschrieben, dass sie jetzt unbedingt extra mit der U-Bahn hier anreist. Und da wollen wir noch mal kurz warten. Ich hoffe, wir treffen die gleich noch. Bumm, ja. Irgendwo gegengerannt. Und dann würden wir sagen, bis gleich. Und wir fahren. Boah, du behältst die Tüte wie so ein Kleinkind, Mann. Nein, wir gehen in die falsche Richtung. Okay. So, wir sind jetzt hier mit der Zuschauerin vereint. Ja, wir haben es doch noch geschafft. Wir müssen uns aber ganz schnell beeilen. Kennst du Schwitzkasten? Schaut euch die an. Die weiß noch nicht, dass ich sie jetzt in den Kühlschrank stecke. Oh, Julian, spinnst du, ey! Hör auf! Ins Eisfach und aua! Ins Eisfach oder ins Schmiertuch? Boah, Julian, ich schütte dir gleich so. Hör auf! Oh, Julian! Hey, was
machst du da im Kühlschrank? Kannst du mir mal die Butter reichen? Kannst du mir mal bitte die Butter reichen? Dann lass ich dich raus. Gib mir die Butter und dann kannst du raus. Ich brauch die Butter, dann kannst du raus. Gib mir die Butter, dann kommst du raus. Ja, dann mach ich den Kühlschrank zu. Ja. Nee, die Streichbutter. Die da oben. Komm nicht dran. Jetzt gib mir die Streichbutter. Gib mir die Streichbutter. So, wir haben den nächsten Morgen. Meine Nase ist rot. Ich weiß nicht, wieso. Ich beende jetzt hier das Video. Ich habe nicht gut geschlafen, weil die Bianca so laut geschnarcht hat. Nein, ich habe echt nicht gut geschlafen. Und ich denke, hat euch das gefallen? Wollt ihr, dass ich euch öfter mitnehme? Die letzten Male hat sie euch ja super gefallen. Ihr könnt mir mal einen Daumen nach oben fropfen. Dann zeigt mir das. Und dann wünsche ich, und du auch, ich will das Video beenden und du sagst Hallo. Tschüss. Viele Grüße an eure Freunde, Familie, Tanten und Onkels. Tschüss. Onkels.